Pferdewetten 6.6.2019 Wien/Australia Quantenmechanik Autor D. Selzer McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni 2019 und ich habe die Absicht, gleich im australischen Wien das dortige zweite Galopprennbahn, welches um 4.35 Uhr, dort ist es dann bereits Nachmittag startet zu wetten und das Rennen läuft über eine Distanz von 1000 Meter mit einem Preisgeld von 35,0 australischen Dollars. Hier nun die Grunddaten der teilnehmenden Pferde. Wert Nummer 1 Forecast 97 fallender Tendenz 1 5-jährige Wallach mit 58 Kilo Kurzform 44038. Wert Nummer 2 Forecast 20 eine 4-jährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 5 bis 4. Wert Nummer 3 Forecast 868 eine 6-jährige Stute mit 57 Kilo und Kurzform 68505. Wert Nummer 4 startet nicht ein 4-jähriger Hengst mit 57 Kilo und Kurzform 7 bis 2. Wert Nummer 5 Forecast 308 eine 6-jährige Stute mit 57 Kilo. Wert Nummer 6 Forecast 839 ein 4-jähriger Hengst mit 57 Kilo Kurzform 66008. Wert Nummer 7 Forecast 43 ein 4-jähriger Hengst mit 57 Kilo Kurzform 0603. Wert Nummer 8 Forecast 33 mit steigender Tendenz ein 3-jähriger Hengst mit 54,5 Kilo. Ich werde nunmehr versuchen nach der Quantenmechanik auszurechnen, welche Pferde gewettet werden sollten und welche Pferde die besten Chancen zum Sieg haben. Ich wette nunmehr Pferd Nummer 1 und Pferd Nummer 8. Nun startet das Rennen und es gewinnt Pferd Nummer 1, welches ich ja unter anderem auch gewettet habe und ich bekomme eine Quote von 97 für das Siegpferd.